Ja, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen hier auf unserem schönen YouTube-Kanal zu einem vorhin auch schon angekündigten brandneuen Projekt. Und zwar sind wir im Landwirtschaftssimulator 22 auf dem im wunderschönen Örtchen Waldstetten zu Besuch, beziehungsweise dort sind wir ja hingewandert. Und wir starten heute also unser neues Projekt Roleplay. Jeder spielt einen Charakter. Wir wollen euch ein bisschen das Landleben, Stadtleben präsentieren und ja, mit dabei sind zum einen der Bastian, grüße dich. Moin. Und der Hinark, servus. Moin. Ja, das sind jetzt schon mal die ersten beiden, die mit uns zusammen dann hier versuchen, so das städtische, dörfgemeindische Leben euch ein bisschen visuell darzubringen. Worum geht's im Endeffekt, habe ich gerade schon gesagt. Es wird auch so sein, wie es der Name Roleplay schon sagt. Jeder hat nachher eine fiktive Rolle, die er dann auch wirklich spielt. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Bastian, du darfst mich dann gern korrigieren. Du warst der Lohnunternehmer. Sehr korrekt. Genau, und der Hinnerk war dein Mitarbeiter. Das ist richtig. Genau, also haben wir schon mal zwei hart arbeitende Wesen vom Lohnunternehmen. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Wolfgang Schmidt. Die Betonung liegt auf Schmidt mit DT, wichtig. Ja, wow. Ja, weil Schmidt gibt es ja nicht nur in einer Variante zu schreiben, deswegen betone ich das immer so mit DT, bitte. Und ich bin der ortsansässige Fahrzeug-Landmaschinenhändler. Also wenn die ortsansässigen Landwirte oder auch das Lohnunternehmen neue Fahrzeuge und Maschinen braucht, werden sich unsere Wege das ein oder andere Mal noch kreuzen in diesem Projekt. Ja, meine Lieben, dann auch noch erwähnt, es gibt, soweit mein Kenntnisstand richtig ist, noch einige freie Plätze hier auf unserem Projektserver. Wer also von euch Zuschauern zu Hause eventuell Lust, Laune, Interesse dran hat, mit einzusteigen, lasst mir das gerne als Kommentar da oder kontaktiert einen von uns über die in der Videobeschreibung verlinkten Möglichkeiten. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich mal das Wort an unseren Bastian, denn der hat vielleicht noch das ein oder andere zu erzählen, weiß ich nicht. Ansonsten werden wir dann mal anfangen, uns auf unsere eigentlichen Bereiche zu konzentrieren. Er weiß nicht, was er sagen soll. Ich überlege gerade noch. Nein, also ja, also vielen Dank für die Anmoderation, ne? So, ja, auch noch von mir, ne? Ja, ich bin der Bastian Hintermeier, ne? Komme aus Niederbayern her und so, ne? Und ja, ich freue mich schon sehr auf das Projekt und ja, schön, dass ihr beide schon so zahlreich erschienen seid. Und ja, mal gucken, wie sich alles entwickelt. Auch für meine Zuschauer nochmal, also Plätze sind sowohl noch sehr viele frei. Also, falls ihr Interesse habt oder Laune, ne? Gerne in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung findet ihr auch zahlreiche Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Aber gut, dann würde ich sagen, schnack mal nicht lange und ja, gehen dann auf unsere Plätze oder was meint ihr? Ja, gehen wir mal gucken, uns ein bisschen einrichten. Ja, aber den Hof schon gerade ein bisschen so besichtigt und da gibt es noch einiges zu ändern hier oben, ne? Aber naja. Ja, ich war auch schon mal so grob kurz auf meinem Firmengelände, da ist alles noch so ein bisschen nackig. Das Kleingedruckte war wieder nicht ausführlich genug geschrieben, da ist schon wieder diese versteckte Schleichwerbung. Meine, ihr Lieben, ihr wisst gleich, wenn wir dort sind, wisst ihr gleich, von was ich rede. Wir arbeiten ja als freier Vertriebspartner für sämtliche Maschinenhersteller. Das hat irgendwie der Bürgermeister von Waldstetten vergessen, uns zu erwähnen in der Ausschreibung. Da kümmern wir uns dann gleich drum und dann werden wir uns da mal so das ein oder andere Ausstellungsstück vielleicht noch hinstellen, denn der Hof sieht, das sieht aber gleich auch ein bisschen nackig aus. Gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Richtet euch schon ein und wenn ihr was braucht, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ja, aber ihr wollt vielleicht schon kommen, ne? Na dann, bis später. Ja, bis später dann, ne? Ja, runter. Jo, so meine Lieben. Und wir werden jetzt hier mal. Gut, die Fußgängerampel ist außer Betrieb oder kann ich nicht erkennen, egal. So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg durch das schöne Örtchen Waldstetten hin zu unserem
Firmengelände. Wohnhäuschen sollten wir uns vielleicht dann auch nochmal irgendwo eins raussuchen. Zu gegebener Zeit dann. Gucken. Wild gewordener Autofahrer hier. Und ja, dann. Ah, da haben wir übrigens das Ortsansässige Krankenhaus, wo wir hoffentlich nicht so oft hin müssen. Am besten gar nicht. Ja, so, guten Morgen, guten Morgen. Ja, meine Lieben, und was gibt's noch dazu zu sagen? Also es wird so sein, dass wir unseren Schwerpunkt wirklich darauf haben, dass wir nur dafür da sind, den Landwirten oder den Lohnunternehmer oder wem auch immer, dann die Maschinen zu verkaufen, zu bestellen bei den verschiedenen Markenherstellern. So, und da haben wir dann auch unser Gelände. Und jetzt schaut euch das mal an. Wir sind ein unverbindlicher Vertriebspartner für alle Marken. Und jetzt klatscht der uns da aus, der Waldstädter Bürgermeister, jetzt schmeißt er uns da so eine Leuchtschrift oben auf die Büroräume. Krone-Service. Wir vertreiben doch nicht nur Krone. Das ist unmöglich. Nee, aber ansonsten, wir haben hier echt ein bisschen Platzhammer. Ich muss dazu sagen, ich habe die Karte früher schon mal gespielt. Vor dem Projekt, deswegen weiß ich also ungefähr, wo ich noch Platz habe, um eventuell ein paar Ausstellungsstücke hinzustellen, damit das hier nicht ganz so nackig aussieht. Also ich finde das immer, wenn ich zu einem Fahrzeughändler gehe, dann möchte ich schon ein paar Fahrzeuge auch sehen, ein paar Maschinen. Und ja, werden wir das Ganze dann mal begutachten. Kommt man denn da rein? Ja, sehr schön. Kommt man natürlich hier rein. Ah, unseren Empfangstresen. Auch hier die Fahne Krone. Also ich vertreibe nicht nur Krone, das muss ich mit dem Bürgermeister besprechen. Das geht so nicht. Ja, dann haben wir hier eine kleine Warteecke. Da noch ein paar Platzierungsmöglichkeiten, wo die Fahrgäste und die Kunden warten können. So, auf der anderen Seite haben wir dann unsere Wartungshallen. Na, will er nicht. Nee, da will er nicht. Okay, dann gehen wir mal gucken, ob wir da reinkommen. Ne, kommen wir auch nicht rein. Schade eigentlich, weil ich finde, das ist eigentlich eine schöne Ecke da noch. Aber nun gut, vielleicht geht es dann hier hinten. Haben wir da noch die Möglichkeit? Vielleicht kommen wir da rein. Ah, genau, da haben wir noch eine kleine Halle. Da können wir wenigstens rein. Sehr schön. Mit Beleuchtung sogar. Funktionierende Rolltür, jawohl. Sehr schön. Gut, also ist der Anbau da. Ach, das ist der neue Anbau, der ist noch nicht ganz fertig jetzt. Genau, so war's. Ja, meine Lieben, das ist also so das, was euch jetzt hier erwartet, so dieses tägliche Leben als Fahrzeughändler, den alltäglichen Wahnsinn. Ich denke mal, wenn dann die Landwirte und so weiter, wenn die dann vollends auch eintreffen hier in Waldstätten und ihre Höfe bewirtschaften anfangen, dann werden wir hier mehr als genug zu tun bekommen. Aber vorher gehen wir jetzt mal bei und schauen mal, was wir denn da so für Modelle uns platzieren könnten. Da wir ja gesagt haben, wir vertreiben mehr unabhängig, wir haben ja hier die wirklich, ihr seht ja, wir haben hier wirklich die komplette Bandbreite. Stellen wir da natürlich auch die Bandbreite so hin. Und ihr seht auch hier die neuere Varianten, die Vario-Baureihe mit der runden Front oder den Favorite mit der kantigen, geraden Frontpartie. Also da ist schon ordentlich, sind schon ordentliche Fahrzeuge dabei. Und damit uns die nachher auch keiner Cloud. Wir nehmen die natürlich immer in der Standardausführung, damit es für uns nachher zu finanziell zu teuer wird. Und dementsprechend werden wir jetzt also anfangen, uns dann da mal einzurichten. So, und dann machen wir natürlich hier als Kennzeichen, damit es uns keiner nehmen kann.
machen wir das Ganze in ein gelbes Kennzeichen und schreiben dahin jetzt muss ich nur überlegen, S-C-H-M-I-D-T. Genau, dann machen wir Bindestrich und dann schreiben wir da unseren. Schreiben wir da mal den Herrn Schmidt rein mit DT und machen wieder Bindestrich, so. Zack. Genau, dann haben wir nämlich das Ausstellungsstück. Da kann das damit nämlich keiner auf der Straße rumfahren. So. Dann haben wir unseren ersten Trecker. Dann würde ich sagen, nehmen wir dann gleich noch ein Glas dazu. Wobei, da würde ich dann aber trotzdem mal gucken wollen. Dann nehmen wir hier aus der Mittelabteilung, aus der mittleren Größe, aus den mittelgroßen Traktoren, dann nehmen wir dann noch den Valtra mit 3-Punkt Frontlader. Genau, mit einem 3-Punkt Frontlader. Kleine Motorausführung, das können wir alles so lassen. So, und Hauptfarbe, dann machen wir dann Valtra. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was Valtra eigentlich hat. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig, ob die überhaupt eine eigene Farbe haben. Doch, da Valtra, genau. Boah, ist die Valtra. Gott, das ist ja. Das ist ein bisschen arg. Nee. Das ist mir ein bisschen zu grell. Dann machen wir das einfach in. Nee, ohne schwarz auch nicht. Dann machen wir es einfach in grün. Nee, das ist auch blöd, weil das ändert. Es ähnelt wieder. Das ist. Ja, wie machen wir den? Machen wir in Orange, ja. Orange können wir lassen. Felgen machen wir dann in Braun. Na, ja, das sieht auch nicht wirklich gut aus. Machen wir die Felgen in Schwarz. So. Stellen wir uns den auch nochmal hin. So. Dann holen wir uns jetzt von den Großtraktoren. Da gibt es jetzt noch, holen wir uns noch einen Johnny. Das machen wir von dem Fernal. So, holen wir uns mal. Ja, wobei der schon ein bisschen sehr lange Schnauze hat. Machen wir doch mal hier den. Genau, den nehmen wir noch mit. Den JCB. Dann nehmen wir uns für einen Klaas, nehmen wir uns noch den Xerion, den großen. Ja, genau den. So. Stellen wir uns den noch. Oh, der Kocher. Ja gut, egal, Geld haben wir ja, so. Dann haben wir erstmal vier Traktoren. Die wir jetzt hier ein bisschen platzieren können. So lang, so läuft also das Projekt jetzt hier erstmal ganz gemütlich an. Wir sind mal gespannt, welche Kolleginnen und Kollegen das uns hier noch begrüßen werden. Ja, und dann eins sei dann noch dazu gesagt, meine Lieben, wann die Folgen, in welchen Abständen die Let's Play Folgen oder die Roleplay Real Farmers Folgen auf dem Kanal veröffentlicht oder zu sehen herauskommen. Das kann ich euch so jetzt noch gar nicht sagen. Wir versuchen immer pro Spielsession, pro Aufnahmesession immer mehrere Folgen im Voraus zu produzieren, wenn denn dann einfach auch genug vorhanden ist. Wir werden auch, sobald wir es hier eingerichtet haben, werden wir dann auch mal einen Absteher machen bei den beiden Kollegen draußen vorbeischauen, wie es da bei denen so aussieht. Aber jetzt gilt es erst einmal, uns in dieser Folge konzentrieren wir uns jetzt mal darauf, dass wir uns jetzt hier häuslich einrichten.
und eben dann so ein paar Ausstellungsstücke mal hier präsentieren. Wobei, nee, der fällt mir da nicht, da stellen wir lieber einen anderen dann hin. So, denn wir brauchen ja auch noch für das Lohnunternehmen dann etwas, was die etwas eventuell interessant fänden. Gucken wir doch mal. Ja, dann nehmen wir doch da gleich mal die. Hier, dann machen wir doch hier gleich mal den Händler leer. Wobei Traktor, ne, den Traktor brauchen wir uns noch, aber dann nehmen wir hier gleich mal den Rostelmesh. So, ein passendes Schneidwerk haben wir jetzt natürlich nicht dafür. Doch, haben wir. So. Und dann schauen wir jetzt nochmal. Also das ist jetzt ein kleiner schnuckliger Rustlemesh. Dann nehmen wir als, warte mal, wo ist er denn? Das ist der hier, der Nova, genau. Mit einer Schneidwerksbreite von 5 Metern. Dann gucken wir mal, was hat der Glas Trion? Der hat 10,80 Meter. Dann nehmen wir doch da gleich da noch einen mit. So und so. Damit das dann auch einen Fuß hat, könnte es interessant werden gleich. Da mal. Ja, macht ja nichts, wir schieben es jetzt einfach mal. Schieben wir das jetzt einfach mal so hin, wie wir es dann da brauchen oder haben wollen. Also dadurch werden wir so nicht vorbeikommen. Das heißt, dann müssen wir hier unsere Tracker. Müssen wir die nochmal auf die Seite stellen. Wie wir sind, drauf rumtreiben, drauf rumtreiben. Ziehen wir nochmal einen Meter zurück.
Neutral nehmen. So, und dann geht's auch schon weiter und schnappen wir uns noch einen süßen kleinen Rostelmesh. Ja, Massey Ferguson, meine Lieben, den nehmen wir dann für die Anbaugeräte. Wir haben so zwei kleinen, die wir da schon gekauft haben. Also vom Hersteller auf heißt ja offiziell, heißt ups. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht funktionieren, aber sei mal dahingestellt. So, dann gehen wir mal gucken. Da können wir noch zwei oder drei Anhänger noch mitnehmen. Dann stellen wir uns da ein mit 18,5 Kubik hin. Das war jetzt ein Rudolf. Und dann haben wir noch den dazu, den Fliegel. So, jetzt hoffe ich mal, dass das dann alles so funktioniert. Ja, mit der neuen Fahrzeugsteuerung muss ich mich dann noch ein bisschen auseinandersetzen. Also ein bisschen sehr feinfühlig. Warum zum Henker kann ich den da nicht angucken? Haben wir manuelles Angucken möglich drin? Schauen wir mal. Ah, wir haben manuelles Angucken. Jetzt. Oh Mann. Ich hätte vielleicht die Modliste vorher mal durchgucken sollen. ja. So. Meine Lieben, das soll es aber erstmal gewesen sein mit den ersten Eindrücken von unserem neuen Projekt und auch insgesamt den ersten auf dem Landwirtschaftssimulator 22. Ich werde jetzt hier in der Zwischenzeit nochmal ein paar Dinge zusammenrichten, dass das alles noch ein bisschen nach was aussieht. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder und dann vielleicht auch schon auf jeden Fall mit dem Besuch beim LU, um zu schauen, was Basti und Hinnerk, was die so zusammen fabriziert haben da unten. Und ansonsten vielleicht auch schon mit den ersten Verkaufsgesprächen. Bis dahin, danke fürs Einschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo da.
wie auch immer. Empfehlt uns gerne weiter. Und nochmals, wenn einer von euch Lust darauf bekommen hat, vielleicht auch noch mitzuspielen, sich einen eigenen Hof zu bauen etc., dann gerne auch über die Kontaktmöglichkeiten in der Videobeschreibung uns einfach anschreiben und euch bei uns melden. Also, bis dahin. Tschüss.